Hallo, liebe Schüler, dieses Mal wollen wir an unserem Schenkelkreuz weiterarbeiten. Wir wollen uns da diese Stütze für den Sitz einbauen. Und dazu brauchen wir wieder Hilfslinien, alles Mögliche. Aber was mich hier am meisten gerade stört, ist diese ganzen Bemaßungslinien. Und wir werden die mal anklicken. Und du drückst jetzt die Shift-Taste und hältst sie gedrückt. Und wir drücken hier überall drauf und wir haben hier dann diese ganzen Bemaßungen, die eben leuchten. Und jetzt sagen wir rechte Maustaste gruppieren und jetzt werden wir die einfach ausblenden, bearbeiten, ausblenden so. Und dann haben wir keine Bemaßung mehr, könnten sie aber nachher wieder bearbeiten, einblenden. Letzte. So. Also das wieder rückgängig machen. So. So. Und wir wollen jetzt hier eben diese Schenkelstütze oben dran bauen. Und die bauen wir uns jetzt hier unten ganz einfach. Wir gehen hierher, zeichnen uns hier wieder eine Fläche hin und sagen 2, 9, 0. Und dann Shift-Taste, Komma 20, also 290 mm lang und 20 mm breit. Und dann gehen wir hier da drauf und sagen, drücken ziehen, 30 mm hoch. So, wie unsere Stücke immer waren. Und jetzt werden wir hier eine Hilfslinie anzeichnen. Also wieder genau an der Mitte, was wir schon hatten. Also die Mitte Hilfslinie holen. So, und hier auf der Mitte abstellen. Das müsste dann blau leuchten. So, genau. Und jetzt als nächster Schritt eine Hilfslinie hier hinüber. 15 mm genau. Und 15. So, jetzt bohren wir ein Loch von, du kannst es dir schon denken, 4 mm Größe und das bohren wir durch. Du weißt ja auch schon, wie das geht. Schieben entweder bis zur Kante hin, schieben bis zur Hinterkante, dann weiß SketchUp, aha, du willst nur bis zur Hinterkante durchbohren. Oder du kannst es einfach anschieben und sagen 20 eintragen und dann musst du da auch ein Loch haben. Gut. Ich habe jetzt ein bisschen eine andere Perspektive genommen. Du kannst gerne Kamera gehen, wieder zurück auf die Perspektivansicht, das sieht immer schicker aus. Und die Schatten kannst du auch bitte wegnehmen. Dann bewegt sich alles leichter. So, das wäre das Erste. Und jetzt machen wir noch zwei Abrundungen. Und zwar hier unten machen wir eine Abrundung. Wir holen uns hier noch eine Hilfslinie. Machen hier auch eine Hilfslinie von 15 mm. Die sitzt dann ganz genau. Und jetzt nehmen wir diesen Zweipunktbogen, den hast du schon kennengelernt und da machen wir jetzt hier eine Rundung dran. Und das machen wir hier hinten auch, denn wir brauchen nicht eine ganze Rundung, sondern damit kommen wir auch so aus. Einfach so hier anlegen die Rundung. Das ergibt sich automatisch. Es kann sein, dass es so rosa leuchtet. Bei mir leuchtet es rosa, ist es egal. Hauptsache, das Objekt ist nicht gruppiert, weil du weißt, auf gruppierten Objekten zeichnen bringt nichts. Du kannst beide Teile anklicken und jetzt kannst du das hier löschen. Ja, also gehst du einmal, schiebst es weg, zack. Das machst du auf der anderen Seite auch gleich. Oder du stellst dich nur drauf und machst Doppelklick. Dann hat sich nämlich SketchUp gemerkt, wie weit du her schieben willst und hat das auch schon im Gedächtnis gehabt. So, was wir hier brauchen, ist die Mittelpunkte. Also, wir gehen da mal her, sagen, aktivieren das, indem wir da einen Rahmen ziehen, sagen, Mittelpunkte finden. So, gut. Und dasselbe machen wir hier oben. Wir gehen hierher. Ach so, das ist ja gruppiert. Dann muss ich da hineinklicken. Du weißt.
Und sagen hier auch einen Rahmen drumherum ziehen und sagen, der Sicherheit halber bitte groß beide, dass vorne und hinten blau leuchtet und Mittelpunkte finden. Zack. Gut. Ja, das ist schon mal ganz nützlich. Und jetzt kann ich dieses Teil da draufsetzen. Aber auch hier befindet sich zwischen diesen zwei Hölzern eine Beilagscheibe. Und die Beilagscheibe haben wir ja hier unten drin. Nur die können wir doch gleich wieder verwenden. Also ich mache das jetzt so. Ich nehme hier diesen Schenkel. Dann sage ich ausblenden. Dann habe ich hier meine Beilagscheibe. Dann klicke ich da drauf. Sage, jetzt sage ich zum Beispiel nur STRG C drücken. Und STRG V drücken. Und dann habe ich hier schon die Beilagscheibe, die klebt hier richtig an meiner Maus dran, so, nicht? Dann, und die stelle ich jetzt mal hier so in die Nähe hin, wo ich will. So, gut. Und jetzt sage ich wieder bearbeiten, einblenden. Letzte. Dann haben wir den Schenkel wieder da. Und jetzt lege ich diese Beilagscheibe hier oben drauf. Also, klick das mal an. Mache ich das nämlich vorher, dann brauche ich nachher nicht so viel herumsuchen und ausblenden. Und die liegt jetzt mit dem hinteren Punkt da drauf. Nicht da, ja, bitte Vorsicht, nicht so reinschieben oder so, sondern die liegt einfach, die Beilagscheibe hat ihre Mittelpunkte hier. Dann nimmst du, suchst dir wirklich diesen hinteren Mittelpunkt aus, den da. Na, so, da ist er. Klickst einmal drauf, dann klebt das wie in der Angel der Fisch und dann da abgelegt. Ja, gut, das war das. Und jetzt packen wir dieses Stück, dieses gute Stück da drauf. Das nehmen wir auch an die Angel. Wir nehmen das Bewegungswerkzeug, klicken hier drauf. Ach so, dieses Stück haben wir noch nicht gruppiert. Vorsichtig. Bitte alles gruppieren. Kopieren, dann das Bewegen-Werkzeug nehmen und jetzt hier auf den Punkt klicken. Zack, und das klebt jetzt sehr schön hier dran. Und jetzt gehen wir da zu unseren Stücken und jetzt brauchen wir, kannst gleich da aufgehen zum Röntgenwerkzeug und wir gehen dahin und klicken das auf, packen das Ganze auf den ersten Punkt drauf. Ja? Und das sitzt dann ganz genau und wir sehen, okay, ja, also bitte vorsichtig. So geht das. So, haben wir schon den ersten kompletten Schenkel fertig. Na, und im nächsten Video wirst du dich freuen, wie leicht es ist, davon eine Kopie zu erstellen und einfach auf die andere Seite zu stellen. Gut, bis zum nächsten Video.